Herzlich willkommen auf dem Lotilda YouTube-Kanal. Heute stricken wir den ersten Teil des Martha Cardigans, nämlich Maschen anschlagen und Raglan-Maschen stricken. Es wird noch zwei weitere Videos geben. Abonniere deswegen den Kanal, um keins mehr zu verpassen. Und jetzt geht's los. Schlage die Maschen laut Anleitung an. Wir befinden uns jetzt in einer Rückreihe und starte mit der Hebemasche vorne, also die Masche wie zum Linksstricken abheben, Faden vor die Arbeit. Stricke nun rechte Maschen für die Blende. Setze nun einen Maschenmarkierer ein und stricke links bis zur ersten Raglanmasche. Stricke nun die erste Raglanmasche, die Zunahme rechts, mit der linken Nadel den Querfaden zwischen den Maschen von vorne auf die linke Nadel heben und diese links verschränkt stricken. Setze nun einen andersfarbigen Maschenmarkierer ein und stricke eine linke Masche, also eine Raglanmasche, und setze noch einen Maschenmarkierer ein. Jetzt stricken wir eine Zunahme links in der Rückreihe, also mit der linken Nadel von hinten den Querfaden auf die linke Nadel heben und diese links stricken. Und jetzt weiter links stricken bis zur nächsten Raglanmasche. Wir stricken jetzt wieder eine Zunahme rechts, also mit der linken Nadel den Querfaden zwischen den Maschen von vorne auf die linke Nadel heben und diese links verschränkt stricken. Nun setzt du wieder den Maschenmarkierer ein, strickst eine Masche links und wieder einen Maschenmarkierer einsetzen. Jetzt kommt wieder eine Zunahme links, also mit der linken Nadel von hinten in den Querfaden auf die linke Nadel heben und diese links stricken. Stricke nun links bis zur nächsten Blende. Setze nun wieder den andersfarbigen Maschenmarkierer und stricke rechts bis zum Ende. Wechsle nun auf Nadelstärke 10. Wir befinden uns jetzt in einer Hinreihe, starten mit der Hebemasche Faden hinten, die Masche wie zum Linksstricken abheben, Faden hinter der Arbeit. Stricke alle Maschen rechts bis zur ersten Raglanmasche. Wir sind jetzt bei der Zunahme rechts in einer Hinreihe, also mit der linken Nadel den Querfaden zwischen den Maschen von hinten auf die linke Nadel heben und diese rechts stricken. Eine rechte Masche und jetzt eine Zunahme links. Mit der linken Nadel den Querfaden zwischen den Maschen von vorne auf die linke Nadel heben und diese rechts verschränkt stricken. Diese Schritte wiederholst du jetzt bei der nächsten Raglanzunahme. Wechsel auch die zweite Nadel auf Nadelstärke 10. Jetzt befinden wir uns wieder auf einer Rückreihe, mache eine Hebemasche und stricke rechts bis zum ersten Maschenmarkierer und links bis zu den ersten Raglanmaschen. Stricke jetzt eine Zunahme rechts, also mit der linken Nadel den Querfaden zwischen den Maschen von vorne auf die linke Nadel heben und diese links verschränkt stricken. Stricke jetzt eine Masche links
jetzt eine Zunahme links mit der linken Nadel von hinten den Querfaden auf die linke Nadel heben und diese links stricken. Wiederhole jetzt die Raglan-Zunahmen laut Anleitung und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn es darum geht, die Wickelmaschen zu stricken und die verkürzten Reihen. Dir hat das Video gefallen? Dann lass auf jeden Fall ein Like da und abonniere den Kanal. Falls du noch Fragen hast, stell sie gerne unten in die Kommentare.